Moin Wrestling-Fans, ihr hört Axel Dieter Junior und ihr hört Wrestling Replay. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Wrestling Replay. Wir sind angekommen bei der Zahl Nummer 103 und bei der Ausgabe 103 werden wir mal wieder Monday Night Raw, und zwar die Ausgabe 1048, analysieren. Das Ganze hat stattgefunden am vergangenen Montag, den 24. Juni 2013 aus North Charleston, South Carolina. Auch ein interessanter Kontrast, South und North, aber das nur nebenbei. Ich bin natürlich wie immer nicht alleine in den Wrestling Replay Aufnahmestudios. Nein, bei mir ist natürlich wie immer der Kleisi. Guten Abend. Einen wunderschönen guten Abend, Leon, und natürlich auch ans Wrestling Replay Universe. Das Kölsch ist genau wie beim Axel Dieter Junior Interview am Samstag wieder mal kaltgestellt. Ja, du hast ja auch keine Schule mehr. Das ist korrekt. Ja, an der Stelle ein Glückwunsch an den Kleisi, der hat es hinter sich. Das freut euch sicherlich alle, für ihn stellvertretend sage ich das mal hier. Und somit steigen wir ein in diese Raw-Ausgabe. Das Ganze ging mit, nachdem es letzte Woche bei Raw schon das Aufeinandertreffen zwischen Bryan und Orton gab und dann bei SmackDown auch nochmal, ging das mit dem Opener Daniel Bryan gegen Orton Nummer 3 nochmal los. Aber das Ganze wurde nach einer Minute schon beendet, als Daniel Bryan und Randy Orton sich outside the ring einen viel zu harten Brawl nach Ansicht der Referees geboten haben, und somit gab es dann den No-Contest. Das gefiel vor allem dem Bryan nicht, und so forderte der danach Backstage bei der Supervisor Frau Vicky Guerrero und ihrem Sidekick Brad Maddox ein Rematch am selben Abend, was er dann nach kurzen Zwistigkeiten von Maddox und Vicky Guerrero auch bekam. Und das bekam eine Stipulation, die Fans kurz vorm Match erst mit der WWE-App bestimmen konnten. Und zur Auswahl standen einmal False Count Anywhere, dann, ich glaube, No DQ Match war es noch, oder? Ich glaube nicht, aber kann sein auf jeden Fall. Ist ja auch egal, denn das wurde ähnlich gewonnen, genommen, und der Street Fight, der wurde dann auch letztendlich gewählt von den Fans. Ich hätte, glaube ich, dasselbe gewählt, von daher bin ich da ganz zufrieden mit gewesen. Daniel Bryan gegen Randy Orton gab es dann also im Main Event. Und das Match hat mir, so viel kann ich schon mal sagen, sehr, sehr gut gefallen. 15 Minuten ging es, da war auch mal wieder ein bisschen Action, so von wegen Stuhlschläge, Tische. Also das war schon sehr, sehr in Ordnung für die PG-Reihe, muss ich sagen. Also da bin ich sehr zufrieden aus dem Main Event rausgegangen. Nicht zuletzt, weil Daniel Bryan nach Submission im No-Lock, der durch den Kendo-Stick verstärkt wurde, also sensationell, da konnte Daniel Bryan sich durchsetzen. Also zum zweiten Mal nach SmackDown hat er gegen Randy Orton gewonnen. Und ich denke, damit steht einem Main Event-Push von Daniel Bryan nach Money in the Bank nichts mehr im Wege. Ja, und jetzt hätte ich gerne mal deine Meinung, vor allem zu diesem Match, weil ich meine, zum Opener kann man da nichts viel sagen und zum Backstage-Segment eigentlich auch nicht. Also deine Meinung zum Main-Event bitte. Ja, natürlich. Erstmal zum Opener Outside the Ring, also ein kleiner indirekter Werbespruch für dein neues Podcast, kann man ja mal kurz sagen. Ja, gut. Main-Event war ein super Match. Street Fight ist man insgesamt als Wrestling-Fan natürlich mehr gewohnt, aber in den letzten Jahren, ich glaube, da war das schon jetzt der härteste Street Fight, zumindest bei einer Weekly Show seit langem. Und es hat mir sehr gut gefallen. 15 Minuten pures Entertainment. Und das war schon so ein Oh my God Moment, dass Randy Orton tatsächlich abgeklopft hat. Aber der No-Lock mit dem Kendo-Stick verstärkt war natürlich super Variante. Und Sieger geht vollkommen in Ordnung. Freut mich auch für Daniel Bryan. Und ich hoffe, man lässt Daniel Bryan jetzt sozusagen als Sieger in der Fehde dastehen. Und bei Money in the Bank wird es dann, na, ich nehme das ja noch nicht vorweg, aber ich denke mal, in dem Match, wo sie beteiligt sind, wird dann noch was zwischen den beiden kommen. Aber du hast recht, eine Main-Event-Push steht nichts im Wege. Hoffentlich wird es auch passieren. Eventuell auch endlich mal mit einem mit dem WWE-Titel gewinnen von Daniel Bryan. Aber mich würde es auch nicht stören, wenn er den World Heavyweight-Titel gewinnen würde, was aber eigentlich
Unsinn wäre, ihm jetzt diesen Titel zu geben. Und ja, also zum Opener möchte ich noch kurz sagen, ja gut, das Match war natürlich nix, aber trotzdem recht gut gemacht. Dass man das Match gestoppt hat, hat man erst ein bisschen überlegt, ja, ist das jetzt, was soll das? War es das jetzt schon? Aber durch die Weiterleitung war das dann super angesetzt für den Main Event und ja, ich bin vollkommen zufrieden mit dem roten Faden in dieser Show dadurch. Ja, schön wäre das allemal auf das Money in the Bank Match von Raw, was du gerade kurz schon ansprechen wolltest. Kommen wir auf jeden Fall nochmal zu sprechen im Verlauf der Ausgabe, aber wir machen erstmal planmäßig weiter und zwar nach dem eigentlichen Opener, den wir gerade dann schon mal angesprochen hatten, gab es ein Tag Team Match, in dem vor allem die Fehde zwischen den Road Scholars, hier eingeklammert vor allem Damian Sandow und Sheamus im Vordergrund stand, und zwar hieß das Tag Team Match Sheamus und Christian gegen das Team Road Scholars, und das ging nach gut 5 Minuten auch schon wieder zu Ende mit einem Bro-Kick von Sheamus an Cody Rhodes. War jetzt keine große Überraschung, aber viel wichtiger ist, na gut, was heißt viel wichtiger? Interessanter ist hier, dass die Fehde bei SmackDown, denke ich, zu einem Ende kommen würde, und zwar gibt es dort einen Dublin Street Fight, also jetzt hat die WWE wohl Street Fight Woche, zwischen eben Sheamus und Damian Sandow. Klingt schon mal interessant, vor allem weil zum Beispiel das Pre-Show-Match bei Payback war meiner Meinung nach das beste Pre-Show-Match generell in der WWE Pre-Show-Geschichte, und von daher denke ich, diese Paarung hat Potenzial, wurde aber auch schon getaped und Sheamus hat gewonnen. Also von daher geht Sheamus unüberraschenderweise als Fädensieger hier hervor, wie das halt so üblich ist, dass die Faces die Fäde dann am Ende gewinnen. Finde ich aber auch nicht weiter dramatisch, denn das war zu erwarten, und Damian Sandow hat ja mehr als gut ausgesehen in der Fäde, habe ich den Eindruck gehabt, vor allem letzte Woche bei Raw, als er den Pin abgestaubt hat im Handicap-Match, von daher ist es für mich kein Problem. Wie du das siehst, kannst du gerne sagen, und natürlich möchtest du bestimmt auch ein bisschen auf das Match eingehen, das werde ich auch kurz machen. Ja, war halt nichts Besonderes, ist halt meiner Meinung nach das klassische WWE unter 5 Minuten Match gewesen, von daher typisch TV-Show Match. Ja, da schließe ich mich an, Tag Team Match war nichts Besonderes. Ja, Christian wurde jetzt in dieses Match eingesetzt, kann man verstehen, dass er so eingebracht wird in dieser Woche. Ja, kann nicht viel zu sagen. Letzte Woche die Road Scholars durch einen kontroversen Sieg gewonnen. Cody Rhodes hat noch einen Bro-Kick abbekommen. Ich weiß nicht, ob bei SmackDown noch was passiert ist. Ich glaube schon. Und jetzt war ich klar, dass Sheamus, wenn er noch Christian als der gerade letzte Woche returned ist, als Partner hat, dass dann ein schnelles und klares Ende wird. Und somit war es auch nichts Besonderes. Ja, war da noch. Was war die andere Frage? Hier, ich bin noch ein bisschen auf die Fehde Sheamus gegen Road Scholars in Klammer vor allem Sandow angegangen und jetzt dieses Dublin Street Fight Match. Achso, ja, genau. Ja, ist jetzt auch nichts Besonderes, aber kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Fand ja eigentlich im großen Maße nur bei SmackDown statt am Anfang mit den ganzen Spielen, die Sandow vorgeschlagen hat. Dann auch ein bisschen Action dabei. Dann wurde es immer besser. Es gipfelte eigentlich bei Payback im Kickoff. Hat mir sehr, sehr gut gefallen, das Match. Ich schließe mich auch dabei wieder dir an, dass es das beste Pre-Show-Match bisher in der Pre-Show-Geschichte war bei der WWE. Ja, und insgesamt, die Fehde ist nichts Besonderes, aber kann man sich schon angucken, und ich könnte mir vorstellen, dass ich mir am Wochenende auch mal dieses Dublin Street Fight Match angucke. Ist SmackDown denn irgendwie warum Dublin Street Fight? Wegen Sheamus nur, oder? Ja, wegen Sheamus nur, denke ich. Kann man eben kurz gucken in den Taping-Bericht. Aber ich glaube jetzt nicht, dass... Ja, Columbia, South Carolina war's. Naja, gut. Ja, Dublin Street Fight hätte ich jetzt dann nicht so genannt, aber da Sheamus dabei ist, geht schon in Ordnung. Bin gespannt, wie das Match wird. Ich könnte mir vorstellen, dass es auch wieder ein schönes Match wird. Ich glaube aber nicht, dass es im Main Event landet bei SmackDown, was jedoch schade wäre bei so einer Match-Ansetzung. Aber wir werden sehen. Das Opener gewesen. Ach Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott.
Ja, habe ich mir auch gedacht. Wenn es wenigstens ein guter Einheitser war. Ach stimmt, genau, den Bericht habe ich mir auch schon durchgelesen gestern. Mein Gott. Ja, was soll man dazu sagen? Opener Street Fight, oh Gott. Und im Main Event standen dann die Usos mit Christian. Ach ja, genau, da waren ja nachher Stardom mit The Shield, glaube ich, noch. Yep. Genau wie bei Raw. Punkt, Punkt, Punkt. Na gut. Ich gebe einfach mal zurück. Ja, den Spielball nehme ich auf und komme zur ersten Randnotiz, und zwar zum Match Caitlyn gegen Oksana. Lass mich mal kurz rechnen. 82 Sekunden, sprich 1 Minute 22 hat es gedauert. Dann hat Caitlyn nach dem Spear gewonnen. Aber danach geschah noch was wir nicht als Randnotiz behandeln werden, weil ich denke, dass es essentiell wichtig ist. Und zwar kam AJ als Caitlyn verkleidet während des Matches schon heraus, aber das hat da noch nicht für große Ablenkung gesorgt, dass Caitlyn noch gewinnen konnte. Dann stand sie da, hat eine Promo gehalten und zwar hat sie sich über Caitlyn lustig gemacht, von wegen, ich hätte größere Beine als weiß ich nicht wer. Ich glaube, Randy Orton hat sie, glaube ich, gesagt. Und keiner liebt mich. Also so typischer Bitchfight, würde ich sagen. Und danach kam noch Mickey Langston heraus und dann hat man zusammen das wieder aufleben lassen, was ich glaube vor 2 Wochen war es, oder vor 3. Ihr wisst ja bestimmt, welches Segment ich meine, nämlich in diesem ominösen geheimer Verehrer-Segment in der Auflösung stattgefunden hatte. Hat mir irgendwie Spaß bereitet, weil ich das ziemlich lustig fand, vor allem das Kostüm von AJ. Einige werden jetzt sagen, da hat sie zum ersten Mal Fleisch auf den Hüften gehabt. Stimmt auch. Ja, Mickey Langston wieder ein Hemd ist auch ein interessanter Anblick gewesen. Also war schon lustig und so sehr man AJ Lee jetzt mal mögen oder nicht mögen kann, muss man sagen, ich denke, sie hat hier einen guten Job gemacht und dementsprechend würde ich sagen, es sieht doch alles nach einem Rematch bei Money in the Bank aus und das gefällt mir, denn die Storyline ist echt seit Jahren die beste Diven-Storyline, die wir in der WWE hatten und das Match bei Payback war ja auch schon besser als zum Beispiel Dean Ambrose gegen Kane oder ja, der Main Event, zumindest besser als das Lumberjack-Match, war es alle Male und von daher würde ich gern wissen, wie du das siehst, wie fandst du dieses interessante Segment rund um AJ, Mickey Langston und Caitlyn und wie würdest du eine erneute Ansetzung der beiden finden? Ja, die Oberschenkel oder die Beine größer als Randy Orton, ich glaube, den Spruch hast du ja auch schon des Öfteren vor einiger Zeit verwendet. Da hat die WWE sich wieder bei dir was abgeguckt. Mann, Mann, Mann. Ja, gut, ich konnte da ja noch nie so wirklich zustimmen, aber ich habe da ja ein anderes Bild als Caitlyn. Aber egal. Auch wenn ich die momentane Divas Division, oder eher gesagt nur die Fehde momentan, recht gut finde, habe ich dieses Match, wenn man es so nennen will, nicht aufmerksam verfolgt. Gut, war ja nach einer Minute auch vorbei. Auch wenn Caitlyn und Oksana beide gut zum Angucken sind. Und ja, AJ kam raus. Ich mag sie nicht, aber als Heel macht die echt gute Promos mit ihrem verrückten Gimmick. Und hat mir sehr gut gefallen. Auch die Caitlyn-Parodie in gewissem Maße war sehr gut, war unterhaltsam. Ja, und ich bin, wenn das Match so wie bei Payback wird oder annähernd so gut, freue ich mich, dass es bei Money in the Bank nochmal ein Titelmatch gibt oder ein Match zwischen den beiden. Ja, wahrscheinlich müsste ja dann um den Divas-Titel wieder sein. Und bin gespannt, wie das dann ausgehen wird. Und ich denke auch oder finde auch, dass es seit Jahren die beste Divas-Fehde ist. Ich glaube, die letzte annähernd gute war Michelle McCool gegen Mickie James oder Mickie James gegen Melina. Und das ist ja auch schon jetzt mindestens 2 Jahre her, zum Beispiel das, zumindest das mit Lay Cool, beziehungsweise Michelle McCool und Mickie James. Royal Rumble 2010 war es, glaube ich, als Edge Return ist, aber gut. Ja, also ich komme auf den Punkt. Ich fand das Segment, beziehungsweise das Match war schlecht, na klar, das Segment war gut. Und ich freue mich auf das Match bei Money in the Bank. Das mögliche Match. Ja. Mögliche Match ist richtig, ist ja noch nichts angekündigt, aber es riecht doch stark danach. Danach gab es ein Non-Title Singles Match zwischen dem amtierenden World Heavyweight Champion Alberto Del Rio und
Chris Jericho, und das war schon mal so eins von den, erstmal war es eins von zwei Matches über 10 Minuten in dieser Raw-Ausgabe, also genau wie letzte Woche, diesmal nur zwei und nicht drei. Aber finde ich, na, da sage ich später was zu, wenn ich das noch so sehen sollte, mal schauen. Ja, ich fand das Match durchweg entertainend, gut geführt, also hat mir Spaß bereitet. Für ein Weekly TV-Match war das schon wieder, ja, ganz große Klasse, will ich nicht sagen. Es war gut, so wie es sonst eigentlich auch immer war mit den zwei Matches über 10 Minuten oder mit den drei Matches über 10 Minuten. Also wenn die WWE da mal ein Match bookt über 10 Minuten, ist es auch meistens gut. So war das auch diesmal. Und ja, Jericho konnte durch Disqualification gewinnen, nachdem Ricardo Rodriguez Jericho den Eimer über diesen Eimer mit der Mexiko-Fahne übers Gesicht gezogen hat. Aber das war noch nicht das Ende, denn anschließend stürmte Dolph Ziggler in den Ring und attackierte Del Rio und irgendwie auch noch Ricardo Rodriguez, und dann zusammen hatten Jericho und Ziggler die beiden abgefertigt. Aber danach, man erinnert sich ja noch, letztes Jahr 2012, SummerSlam Jericho gegen Ziggler, da waren die Wogen wohl noch nicht ganz geglättet, und dann gab's ein Stare-Down, dann Jericho wollte gehen und dann kassiert er auch noch den Zigzag. Also Jericho, Ziggler macht keine Verluste, macht sich keine Freunde, aber dennoch ist Ziggler ein hervorragender Mann. Hat er auch in seinem kurzen Erscheinen einmal mehr bewiesen. Zum Match hatte ich mich, glaube ich, schon geäußert, von daher freie Bahn für den Kleisi. Wie siehst du, wie hast du das Match gesehen und das Geschehen rund um Ziggler und Jericho danach? Ja, auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Match, hat mir sehr gut gefallen. 15 Minuten, nee, wie lang ging das Match? 14 Minuten und 11 Sekunden. Oh gut, dann 14 Minuten. Eine Minute kürzer als der Main Event, das Street Fighter Match, und ähnlich gut möchte ich sagen, auch wenn es natürlich nicht vergleichbar ist durch die Stipulation im Main Event, aber hat mir sehr gut gefallen, Alberto Rio und Chris Jericho. Sehr gute Harmonie. Und endlich haben sie die richtigen Gesinnungen sozusagen, der Rio als Heel und Chris Jericho als Face, auch wenn der beides machen kann mit Bravour. Ja, das Finish war eigentlich gut für eine Weiterführung. Okay, was heißt Weiterführung? Vielleicht, man kann Chris Jericho jetzt noch vielleicht ein, zwei Wochen in diese Geschichte reinpacken, bis zum Money in the Bank, auch wenn Chris Jericho ja, ich weiß nicht, ob wir gleich noch die Geschichte auf den Punkt haben, aber Chris Jericho wird ja ein Match haben bei Money in the Bank Haben gegen, wir. na gut, gegen Punkt, Punkt, Punkt. Und ja, fand ich auf jeden Fall gut, das Finish, dass Ricardo Rodriguez sich so einmischt, hat ja dann auch noch einen Codebreaker abbekommen von Chris Jericho nach dem Match, während der Rio den Zigzag eingesteckt hat. Und ja. Ziggler erscheinen, da ich den Zigzag jetzt auch schon angesprochen habe, hat mir auch sehr gut gefallen. Und dass man nochmal kurz die Geschehnisse von letztem Jahr aufgegriffen hat und auch nochmal den Zigzag gegen Chris Jericho gezeigt hat. Fand ich auch nochmal gut gemacht, und noch hat man das so auch gut gemacht, dass noch immer nicht ganz geklärt ist, ob Ziggler Face ist, denn er hat keine, gut, er hat der Rio jetzt angegriffen ein paar Mal, aber er hat keine großartigen facelastigen Aktionen gezeigt, denn er hat weder eine Promo so wirklich gehalten, sonst noch was, und jetzt durch den Codebreaker gegen Jericho. Also bei der Gesinnung von der Ziggler, ob Heel oder Face, ist auch noch nicht alles geklärt. Das ist noch interessant, und wie es jetzt in der Fehde weitergeht. Ich freue mich drauf. Ja, momentan könnte man fast meinen, Ziggler steht als Tweener da. Und die Fehde, ja, die wird wohl ja gipfeln bei Money in the Bank, denn es ist ein Rematch angekündigt um den World Heavyweight Titel. Alberto Del Rio muss den Titel verteidigen gegen Dolph Ziggler. Da schon irgendeine kurze Meinung? Ja, natürlich. Ich kann es jetzt eigentlich nur wiederholen, was ich gerade gesagt habe. Ich freue mich drauf. Ja, dem schließe ich mich an. Wer gewinnt, dazu irgendwann mal mehr, aber heute nicht. Machen wir weiter, und zwar kommen wir zum fünften Match. Ryback gegen den Great Khali in einem Squash-Match, was so erst nicht zu erwarten war, denn der Great Khali hatte ja mitten im Match einen gut 30-sekündigen Lauf, und das ist für Great Khali-Matches eine Seltenheit, wenn er verliert. Nach 2 Minuten nahm Ryback den Great Khali tatsächlich hoch zum Shell-Shock, lief gut 20 Sekunden mit ihm rum, und danach hat er ihn im Ring ja, platziert, möchte ich sagen, und ihn gepinnt. Und dann hat Ryback wieder mal ein Match gewonnen mit einem eindrucksvollen Shell-Shock gegen den Great Khali. Das habe ich so
Ja, gut erwartet, aber ich habe nicht gedacht, dass es klappt. Da hatte er ja schon mal Probleme mit. Gegen. War auch gegen den Great Khali damals, oder? E Tensei. Ach so, ja, dann ist das umso eindrucksvoller, dass er das diesmal geschafft hat. Aber gut, man will den Ryback auch nicht zu sehr loben. Auf das Match will ich gar nicht so sehr eingehen. Das Match habe ich eigentlich nur so angesprochen, weil nämlich, der Clancy hat es ja gerade schon fast angesprochen, es danach ein Backstage-Segment und rund um Ryback, Jericho, Vicky Guerrero und Brad Maddox gab, in dem Ryback forderte, dass er, nachdem er jetzt den Great Khali so gedemütigt hatte, dass er doch nochmal ein Match um den WWE-Titel mit John Cena bekommen sollte und nicht Mark Henry. Dann kam Chris Jericho rein, hat gesagt, er hat gerade den World Heavyweight Champion besiegt. Dann soll er doch lieber auch ein Titelmatch bekommen und das Ergebnis daraus war, dass Ryback und Jericho in einem Twist landeten, sich Wörter in den Kopf geworfen haben, also nichts Dramatisches. Und dann hat Vicky Guerrero kurzerhand das Match Ryback gegen Chris Jericho ja, festgelegt und da kann man jetzt so stehen, wie man möchte. Ich weiß nicht. Finde ich eigentlich nicht so gut. Vor allem, weil ich so die Vermutung habe, dass Ryback gewinnt und danach Jericho endgültig erstmal auf Tour geht. Wenn ich mal auf den Kalender gucke und das, obwohl es ja erst jetzt hieß, Ryback ist bei McMahon erstmal unten durch, da ist das umso verwunderlicher. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass Jericho gewinnt und danach halt mit dem Sieg auf Tour geht. Wäre mir auch ehrlich gesagt die liebere Variante, weil ich würde es echt nicht gerne sehen, wenn Ryback jetzt hier auch noch gegen Jericho eine Fehde gewinnt. Wobei Fehde, ja gut, Fehde kann ich das jetzt guten Herzens noch nicht nennen, da muss noch ein bisschen was kommen, außer so ein Backstage-Segment. Das reicht mir nicht, aber erstmal interessant zu sehen. Also da heißt es jetzt gespannt warten auf die nächste Raw-Ausgabe, wie man das hier vorantreiben will. Ich bin gespannt und ich bin interessant, wie du zu dieser Ansetzung stehst. Ja, sehr, sehr kritisch natürlich. Ryback, ich kann ihn nicht leiden, kann ich mich ja jetzt schon mal für die Personalie beschweren. Die ersten Monate von Ryback, alle Squash-Matches. Dann kommt er hoch durch den Royal Rumble und kurz vorher turnt heel, bekommt Matches gegen John Cena, ja doch, John Cena um den Titel, verliert dann das endgültige Three Stages of Hell Match und ich habe so das Gefühl, man macht jetzt einen Kreislauf, dass er jetzt wieder nur Squash-Matches bekommt, da er bei SmackDown ja leider, leider Justin Gabriel gesquasht hat. Und ich kann mir vorstellen, das geht auch noch so weiter, auch nach Money in the Bank, jetzt nur als Heel dann. Und das Schlimmste wäre natürlich, wenn man ihn am Ende wieder face-turn lässt und irgendwie dann gegen irgendeinen Heel-Champion fehlen lässt. Ja, das Match, Chris Jericho muss sich das geben und gegen Ryback antreten. Na toll, es ist keine Stipulation dabei, es wird also auch kein tolles Match. Und ich denke auch, dass Ryback gewinnen wird. Ich könnte mir auch schon vorstellen, dass es in relativ kurzer Zeit passieren wird. Unter 10 Minuten, denke ich mal. Und ja, ich glaube auch, dass Chris Jericho dann weg ist, erstmal auf Tour. Ja, da muss ich aber noch eine kleine Korrektur anbringen, da Chris Jericho kein Titelmatch, sondern einen Platz im Money in the Bank Match gefordert hat und Ryback nur das Titelmatch gefordert hat. Ach so, ja gut. Man kann ja nicht alles im Kopf behalten, ne? Ja, das ist richtig. Na gut, dann würde ich dir hier zustimmen. Ich fände es auch, wenn schon das Match angesetzt wird, schon besser, dass es unter 10 Minuten stattfindet, weil sonst wird das noch so ein langes Kaugummi-Gequäle und das ist das Schlimmste, was es passieren kann. Da lieber kurz und knackig durchziehen, dann ist da vielleicht noch was zu retten, wenn man die ganzen Moves raushaut und dann irgendwann zu Ende kommt. Aber wenn das dann noch so ein von Submission Holds oder von irgendwelchen Clotheslines oder sonst was geprägtes Match wird, dann sehe ich schwarz. Und ich sehe ungern schwarz. gut, machen wir weiter. Und zwar mit der ersten wirklichen Promo an diesem Abend. Die wurde, in Klammern leider, gehalten von unserem aktuellen WWE-Champion John Cena, der über den, ja, Kreis der Legenden sprach. Zum Beispiel Ric Flair oder Shawn Michaels, die ja auch solche Farewell-Promos wie Mark Henry letzte Woche gehalten haben, nur dass sie dann auch wirklich die Karriere beenden mussten. Aber das war ja was anderes, weil sie einen Abend zuvor jeweils ein Career-Match verloren haben, nämlich einmal Ric Flair gegen Shawn Michaels und Shawn Michaels selbst im Main-Event von WrestleMania 26 gegen den Undertaker. Schönes Match übrigens, kann ich nur empfehlen.
Und bei Mark Henry war das nicht so, also ist schon wieder so ein Kontrapunkt, den man jetzt als Gegenargument Cena in den Kopf werfen könnte, aber grundsätzlich hat er nach WWE-Logik gar nicht mal so Unrecht. Ja, für diese Schandtat, wie John Cena es gesagt hat, hat er jetzt einen Title Shot bekommen. Ne, das findet Cena auch nicht so gut, aber Henry hat bis jetzt noch gar nichts erreicht, denn wie John Cena anmerkte, wir sind noch in der Ass-Whooping-Season und deswegen sollte Mark Henry sich bereithalten auf ein Ass-Whooping von John Cena bei Money in the Bank. Und ja, ich denke, dazu wird es kommen, dass Mark Henry den Titel gewinnt, halte ich, schließe ich mal aus, aber ich finde das, aber gut, was heißt schließe ich mal aus? Ich kann mir vorstellen, dass Mark Henry den Titel tatsächlich bei Money in the Bank gewinnt, im Main Event. Da kriegt er ein Attitude Adjustment und dann kommt Daniel Bryan raus und casht sofort ein. Könnte ich mir vorstellen. Aber ich denke eher, dass John Cena verteidigt und dann irgendwann gegen ihn eingecasht wird. Auch sehr schön. Ja, Cena-Promos. Ja, meistens sind sie zumindest nicht schlecht. Ich denke, diesmal war das auch so. Aber zumindest das Ende seiner Promo, die Ende seiner. Das Ende dieser Promo, wie auch schon in den letzten Wochen, gefällt mir nicht mehr so, weil da schreit er so uncharismatisch, The Champ is here, das hört sich so gequält an, so, boah, so nach so einer Steroidenstimme und das gefällt mir gar nicht, aber ansonsten war das noch ganz in Ordnung so. Ich hätte gern deine Meinung zu dieser Promo und natürlich, wie siehst du, das wird John Cena verteidigen oder kann Mark Henry gewinnen? Wird er noch eingecasht oder bleibt der, der es gewinnt, dann erstmal Champion? Ja, Promo war in Ordnung auf jeden Fall. Kennt man ja von John Cena. Gute Promos durchweg. Ja, war aber nichts Besonderes diesmal. Genau wie in der Vorwoche, wo zwar Mark Henry dann noch rauskam, aber die Promo an sich von John Cena selber war ja da nichts. War ja, glaube ich, auch nur 2 Minuten Gerede von ihm. Ja, ich glaube, viel länger war diese Promo auch nicht. Kommt auf 5 Minuten bestimmt circa. Das aber auch nur, weil John Cena immer bei jeder Fanreaktion 1 Minute Pause macht. Naja, was soll man sagen? Ja, das Match, Mark Henry John Cena. Ich freue mich ein bisschen drauf nach den Vorkommnissen der letzten Woche. Und ich würde den zweiten Weg befürworten, dass Mark Henry auf jeden Fall nochmal den WWE-Titel gewinnt. Und das glaube ich tatsächlich auch, weil das ist der einzigste Titel, den er noch nicht gehalten hat oder gewonnen hat. Und ich denke mal, er wird ihn halten, auch diesen ganzen Abend über. Aber. Übrigens, da ich denke, dass das Raw Money in the Bank Match, wo die ganzen Faces antreten, erst im Main Event stattfindet nach dem WWE-Titel Match, somit würde das dann, glaube ich, auch gar nicht, ja, würde das gar nicht gehen. Aber kann natürlich auch passieren, dass dann das WWE-Titel Match im Main Event steht, aber wir werden sehen. Und deswegen denke ich, dass Mark Henry bei Raw einen Abend später vom amtierenden Money in the Bank Kofferbesitzer dann besiegt wird. Ich weiß nicht, ob es Daniel Bryan wird. Er soll ja einen Push bekommen. Könnte ich mir auch vorstellen, dass er gewinnt. Ja, und ich lasse das jetzt mal offen so. Ja, die Frage nach dem Main Event habe ich mir auch schon Gedanken drüber gemacht. Ich habe jetzt einfach mal Cena, Mark Henry im Main Event gesetzt, aber möglich sehe ich es auch so, dass man aufgrund dieser Star Power im Money in the Bank Ladder Match, ich meine, wir haben, ja, das können wir dann, ja, machen wir One of das jetzt einfach mal. kind. Genau. Und zwar hat Stephanie McMahon irgendwann mal, ich weiß gar nicht, wann das war, ich glaube, das war danach noch in der Promo, dann brauchen wir da gleich nicht mal drauf eingehen, haken wir das jetzt mal eben schnell ab. Die Teilnehmer für das Money in the Bank Ladder Match um den WWE-Titelvertrag angekündigt. Also auch dies Jahr keine Quali-Matches. Schade, 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 aber gut. Bei der Star Power in diesem Match könnte ich mir das schon vorstellen, dass du, wie du es jetzt gerade gesagt hast, das im Main Event stattfindet, obwohl das John Cena nicht beinhaltet. Und zwar hat es folgende Teilnehmer. Und zwar erstens CM Punk. Dann haben wir Daniel Bryan, Sheamus, Randy Orton, Kane, Christian und den Returner, the whole fucking show, one of a kind, Mr. Monday Night, Mr. Pay-Per-View, Mr. Ich bei TNA habe ich nichts erreicht, Rob Van Dam. Und Soll ich von direkt daher. mal von SmackDown vorlesen? Ja, mach das. Ja.
Gut, was heißt vorlesen? Ich trage es jetzt auf den Kopf vor. Man kann ja sagen, bei SmackDown sind ja nur Heels im Money in the Bank Match und bei Raw nur Faces, ist ja auch was ganz Besonderes, hatte man noch nicht. Bei SmackDown sind mein Favorit für SmackDown Money in the Bank Match Antonio Cesaro und mein zweiter Favorit Wade Barrett. Zudem beide Teile der Road Scholars, Damian Sandow und Cody Rhodes. Ja, jetzt wird es ein bisschen schwieriger. Jack Swagger, genau. Der wird aber nicht gewinnen, denke ich mal, weil er hat sich nach seiner Verhandlung, die, wo er für schuldig gesprochen wird, bestimmt wieder ein bisschen was verbaut. Auch wenn man so natürlich das irgendwann dieses Triple Threat Match nachholen könnte, was man ja bei Extreme Woods zeigen wollte. Ja, ich hatte jetzt 5 genannt. Dean Ambrose, da ja, richtig. Fandango. Genau, der ebenfalls Returner. Fandango, natürlich Jonathan Curtis Hussey. und der letzte war, den hatte ich eben noch als ersten im Kopf. Was hast du denn jetzt schon alle? Du hast auch alle schon weg jetzt. Ich habe noch nur 7. Da sind ja auch nur 7. Echt? Ich hab 7. Oh, gut. Ja, passt. Wie beim anderen Match auch übrigens. Oh, auch was so Neues. Ja, kann man sehen, wie man will. Ich sehe das ganz positiv. Ja, wobei mir dann egal ist, wie viele da drin sind. ja, kommen wir noch mal kurz auf diese Money in the Bank Ladder Matches. Und zwar hast du erstmal diesen Face-Seal-Kontrast. Ich finde das an sich ganz gut, weil das die Matches, das WWE Money in the Bank Ladder Match, Klammer war da mal aus, das macht die Matches ziemlich schlecht einsehbar. Vor allem das SmackDown Money in the Bank Match, weil du da eben diese jungen Talente hast, die alle, wo ich bei allen die Möglichkeit sehe, dass die, den Koffer kriegen. Dean Ambrose hätte ich da als letzten genannt, weil ich glaube nicht, dass er gewinnt. Aber du hast bei allen die reelle Chance, dass sie den Koffer kriegen, und das finde ich eine unheimlich geniale Sache. Und ja, wie siehst du das? Bei Raw haben wir einmal durchweg Main Event Power und bei SmackDown haben wir nur Talente. Vorhin in einer anderen Konfi hatte ich da eine kleine Diskussion mit dem Herrn Lenny, den wir ja alle kennen und schätzen und lieben. Weil er ist total gehypt auf das WWE Money in the Bank Match, was ich auch verstehen kann, aber ich sagte dann, ich freue mich wesentlich mehr auf das andere Match, weil dort hast du junge Talente und Money in the Bank ist für mich in erster Linie dafür da, um diesen jungen Talenten eine Chance zu geben. Und diese Chance hast du eben im anderen Match nicht, weil da hast du durchweg Main Event Power, genau wie letztes Jahr auch, und das finde ich nicht so toll. Da würde ich gerne eine Meinung von dir einholen, wie du das siehst und generell diese Ansetzung von wegen Heel-Face-Kontrast und so weiter. Ja, gerne doch. Ja, erstmal Heel-Face-Kontrast finde ich mal sehr interessant. Das könnte auch für ein oder zwei Face- bzw. Heel-Turns, ich setze jetzt mal Randy Orton ganz vorne in die Klammer rein, könnte es sorgen. Vielleicht könnte es auch zur Diskussion zwischen den Road Scholars führen, könnte ich mir vorstellen. Also ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Ich weiß nicht, ich denke, ich könnte auch eigentlich sagen, dass ich mich auf das SmackDown Money in the Bank Match mehr freue, da da Leute wie Cesaro, Wade Barrett, die ganzen jungen, aufstrebenden Talente da sind. Und und gut, ich denke mal, dass das das WWE Money in the Bank Match mit den Main Eventern mehr ziehen wird, natürlich die Fans. Aber da denke ich mir, dass es ablaufen könnte wie letztes Jahr bei dem WWE-Titelmatch, dass da immer zwei im Ring sind und dann immer einer rausfällt nur, und es wird sich ein bisschen ziehen. Und auch wenn CM Punk und Daniel Bryan solche Namen dabei sind, freue ich mich schon mehr auf die aufstrebenden jungen Talente, wo ich denke, dass das auch ein flüssigeres Match mit einigen härteren Aktionen sein wird. Und ich habe, glaube ich, letzte Woche auch schon meinen zwei Favoriten genannt. Die sind beide jeweils da, nämlich bei SmackDown Antonio Cesaro und bei Raw Christian. Und Christian, da ist meine Meinung ein bisschen geringer geworden bei den Namen, die da sonst noch drin sind. Aber ja, ich habe keine Lust jetzt wegen sowas meinen Tipp zu ändern. Somit wage ich in diesem Match dann noch immer diesen Außenseiter-Tipp in Anführungszeichen Christian, und beim anderen hoffe ich ganz klar auf Antonio Cesaro und sonst bitte Wade Barrett. Und positiver Punkt, John Cena ist nicht dabei, deswegen bleibt spannend.
Ja, aber wie soll er auch dabei sein? Er kann ja nicht gegen sich selbst eincashen, ne? Ja, trotzdem ist es ja positiv. Ja, das ist an sich richtig. Ich weiß jetzt nicht, was ich damals getippt habe letzte Woche. Auf jeden Fall was Auch Cody Falsches. Rhodes war dabei. Ja, aber ich habe, glaube ich, im anderen gesagt Antonio Cesaro. Und das, der ist ja Das noch nicht mal in stimmt. dem. Na, dann tippe ich halt nochmal neu. Ich tippe einmal Daniel Bryan und dann tippe ich. Schwierig. Ich hatte es ja gerade gesagt, bei jedem hast du eine reelle Chance, dass das was wird. Schwierig. Ich würde sehr gerne Damian Sandow sagen, aber glaube ich nicht. Cody Rhodes würde ich auch sehr gerne sagen, glaube ich auch nicht. Ah, schwierig, komm. YOLO. Cody Rhodes gewinnt das Ding. Und dann sind wir alle zufrieden und machen deshalb weiter mit dem sechsten Match des Abends, was nach der Cena-Promo, wo wir ja ursprünglich mal waren, stattgefunden hat. Es war ein Number One Contenders Match um die Tag Team Titel. Drei Teams waren dabei, nämlich einmal Tons of Funk, die von irgend so einem komischen Mongo begleitet wurden, der da irgendwie eine Auktion gewonnen hat und deswegen den Entrance mitmachen durfte. Kann man sehen, wie man will. Dabei waren noch die 3MB, und zwar diesmal vertreten von Drew McIntyre und Jinder Mahal und dann noch diejenigen, die das Match auch gewonnen haben nach einem Superfly Splash. Ich frage mich nicht, von welchen von den beiden, nämlich die Usos, Jimmy und Jay. Das Match an sich war nichts Besonderes, waren auch nur 2 Minuten. Ach, gut. Usos hätte ich mir hier bei diesen Teams als Sieger auch gewünscht. Von daher kann man sagen, mein Wunsch wurde erhört. Ja. Ob da jetzt was Interessantes draus wird, so storylinemäßig, werden wir sehen. Ich lasse mich da gerne positiv überraschen. Auf jeden Fall ging es schon mal gut los, weil nach dem Match The Shield aus den Zuschauerrängen hervorkam und sich einen ersten Stare-Down mit den Herausforderern geliefert hat. Also gute Entwicklung. Ich hätte gern allen voran deine Meinung zum, ja, Match. War ja nicht viel, aber da kannst du auch gerne was zu sagen. Und natürlich, wie siehst du das? Usos gegen The Shield. Kann da was draus werden? Ich fange einfach mal ganz vorne an. Bei, als ich gesehen habe, wer an diesem Match teilnimmt, habe ich die Hände vors Gesicht geschlagen. Und da konnte man auch wenn ich die Usos nicht mag, wirklich, kann ich da nur für die Usos stimmen als Sieger, weil 3MB als Team, als Stable ist gar nichts. Tons of Funk kannst du direkt in die Tonne kloppen. Generell ist noch schlimmer als 3MB. Und die Usos können wenigstens ja, recht gut wresteln und war ja eigentlich auch klar, dass die gewinnen, weil man hatte ja Pläne in der Shield gegen Uso-Fehde und wenn man es richtig anstellt, kann man da was halbwegs Ansehnliches machen, aber ich will nicht so recht dran glauben, weil ich nicht denke, dass die Usos bereit sind für eine richtig gute Fehde. Und ja, das Match war natürlich gar nichts, sehr, sehr enttäuschend und ja, Auftritt war dann, der kurze Shield-Auftritt war dann ein ja, kleiner Lichtblick für dieses enttäuschende Rundumpaket. Ja, ganz klar. Ganz klar das Highlight dieses kurzen Abschnittes. Und vom einen Highlight zum anderen Highlight würde ich sagen. Und zwar war Paul Heyman danach im Ring, ohne Entrance Team, aber das ist ja nicht besonders. Er war natürlich emotional belastet aufgrund der Geschehnisse der letzten Woche rund um CM Punk und Brock Lesnar. Und dazu wollte er sich auch äußern. Da hat er dann CM Punk direkt mal in den Ring eingeladen. Ja, und dann hat er erklärt, oder dann wollte CM Punk wissen, warum denn Brock Lesnar CM Punk attackiert hat, ob Paul Heyman damit was zu tun hatte oder nicht. War eine sehr interessante Geschichte und Paul Heyman erklärte dann, warum er Brock Lesnar und CM Punk nie, auch nur nie, noch nicht mal in ein Tag Team Match gesteckt hat, kein Singles Match, noch nicht mal in denselben Raum, weil die beiden Egos zu sehr neidisch aufeinander sind mit Paul Heyman dann zusammen und da wäre dann nichts draus geworden. Warum die das Tag Team auch aufgrund des Egos, obwohl Paul Heyman damit hätte reich werden können, aber das hat er nicht gemacht. Punk wäre selber schuld gewesen, denn er hätte Lesnar provoziert, als er gesagt hat, er braucht Heymans Hilfe nicht mehr. Und es sei sein Traum gewesen, mit Punk als WWE-Champion bei WrestleMania reinzulaufen. Aber dann ist er nochmal auf den Neid eingegangen von zwischen Lesnar und Punk und hat betont, dass er nichts damit zu tun hat. Er hat den Auftrag an Lesnar nicht gegeben. Das wäre Lesnar selbst gewesen. Denke ich übrigens auch. Und dann betonte
Heyman, dass Punk sein bester Freund sei schon, seit sie sich kennen, 2005, als Punk zu FCW geschickt wurde und dann als Heyman ECW machen durfte, wollte er sofort Punk haben. Also es ist schon eine fast emotionale Geschichte, möchte ich sagen. Und das Ganze endete dann auch damit, dass Punk und Heyman sich umarmt haben. Also erstmal wieder Wogen geglättet, aber dann doch nicht so richtig, wie sich später herausstellte. Denn direkt im Anschluss gab es ein Match zwischen CM Punk und einem Teil der Primetime-Players, Darren Young. Der kam nämlich zusammen mit seinem Partner Titus O'Neil nach diesem Segment zwischen Heyman und Punk hinaus. Das Match fand ich sogar gar nicht so schlecht. War überrascht davon, wie gut man hier Darren Young hat aussehen lassen, aber das fand ich gar nicht so schlimm, weil ich finde, die Primetime-Players, genau wie du, das weiß ich ja sehr, sehr gut. Von daher wird Zeit, dass man denen vielleicht nochmal ein Tag-Team-Run gibt, wenn dann mal die Shields nicht, das Shield nicht mehr den Titel hält. Aber letztendlich konnte CM Punk das Match nach Submission in der Anaconda Vice für sich entscheiden, aber dann attackierten Titus O'Neil und Darren Young zusammen CM Punk und das führte dazu, dass ein weiterer Paul Heyman-Guy, nämlich Curtis Axel, für CM Punk den Save machte, aber das gefiel Punk gar nicht, wie sich dann später Backstage herausstellte, aber die beiden haben sich dann noch einmal zusammengerauft, also interessant zu sehen, wie es da weitergeht. Ich kann nur noch mal betonen, das Match fand ich interessant, überraschend gut und ja, Promo sowieso, das war aber auch zu erwarten und von daher Feuer frei für dich. Deine Meinung zu diesen beiden Geschehnissen. Kann ich dazu nur sagen. Primetime Players. Ja, nachdem Titus O'Neil vor ein paar Wochen gut dargestellt wurde gegen Sheamus, jetzt endlich auch Darren Young gegen CM Punk. War ordentlich dieses Match. Oberer Durchschnitt würde ich sagen. War auch nicht schlecht, dass diese Minutenzahl gewählt wurde, die 6 Minuten da. Denn viel mehr brauchte man nicht und zu kurz war es auf jeden Fall nicht. Man hat keinen schlecht dastehen lassen und die Geschehnisse danach, ja, gut. Ich blick da langsam nicht mehr durch bei Paul Heyman, Guys. Jeder kommt zu jedem, jeder rettet den anderen, jeder attackiert den anderen, jeder ist eifersüchtig auf den anderen. Paul Heyman geht zu jedem hin. Naja, ich habe die Befürchtung, dass die WWE-Writer, auch wenn es Paul Heyman selber ist, zusammen mit Sepp Kolter bald, oder im gewissen Maße jetzt schon sind, selber bald nicht mehr durchblicken bei den ganzen Paul Heyman Guys. Ich hoffe schon, weil das sieht sehr interessant aus. Und zu Lesnar gegen CM Punk kann ich nur sagen, ich freue mich sehr, sehr drauf auf dieses Match, welches kommen wird. Und ich denke, dass Paul Heyman sich in der Fehde zugunsten von Brock Lesnar letztendlich stellen wird, denn schließlich war CM Punk letztens alleine draußen, als er von Brock Lesnar attackiert wurde. Paul Heyman war ja Backstage stehen geblieben und CM Punk und Paul Heyman haben wir vorher noch diskutiert, sich zwar vertragen, aber das war dann in letzter Woche schon ein bisschen so, oh, da kommt Brock Lesnar, ausgerechnet jetzt, wo Paul Heyman nicht da ist. Und diese Woche dann sehr, sehr schöne Promo von Paul Heyman und auch von CM Punk und ich dachte ja erst, als Paul Heyman CM Punk beschuldigt hat, dass es seine eigene Schuld war, dass Brock Lesnar rauskam. Dachte ich, oh, jetzt kommt vielleicht Brock Lesnar nochmal oder jetzt kommt wieder eine große Diskussion, aber letztendlich gut gelöst und das Match war dann gut und ich bin rundum zufrieden mit diesem Part der Show. Ja, kann ich verstehen, bin ich auch. Und jetzt wäre nochmal der Main Event dran, aber den hatten ja wir ja vorhin schon, von daher. Wir sind tatsächlich durch. Habe ich jetzt so gar nicht mit gerechnet. Aber gut. Von daher gebe ich doch sofort nochmal zurück an dich zur typischen Punktebewertung von 0 bis 10. Ja, ich kann schon mal sagen, es wird besser als 0 bis 5, denn die Ausgabe war eigentlich recht in Ordnung, war jetzt bei Weitem nicht so super wie die in der letzten Woche und ja, ein bisschen weniger gut, sagen wir so, wie in den letzten 3 bis 4 Wochen insgesamt, des letzten Monats, sagen wir so. Aber sie war ordentlich, war über den Durchschnitt auf jeden Fall. Zwei Hammer-Matches mit der Rio gegen Jericho und Brian gegen Orton. Ein gutes Match, CM Punk gegen Darren Young. Ja, dann hat man auch eine gute Promo oder ein gutes Segment halbwegs von AJ. Ein schlechtes Triple Threat Tag Team Matchen. Durchschnittliches.
Tag Team Match Christian, Sheamus gegen Road Scholars. Super Promo von Paul Heyman und CM Punk. Hatte man eine ordentliche Promo von John Cena später am Abend. Ich glaube, die haben wir gar nicht besprochen. Noch eine ordentliche Promo von Mark Henry. Achso, ne, die nicht. Das war aber, glaube ich, nur Backstage, oder? Nee, er kam auch noch mal kurz in. Aber stimmt. Wurde aber auch nicht so viel gesagt. Glaube ich. Na gut. Und ja, ich glaube, im Großen und Ganzen war es das. Und ich kann sagen, mit den beiden Money in the Bank Matches, auch wenn es leider keine Quali-Matches gibt dieses Jahr, was ich sehr, sehr schade finde, weil die waren immer unterhaltsam. Ja, bin ich sehr zufrieden und ich gebe diese Ausgabe, ich fand sie besser als durchschnittlich. Letzte Woche habe ich 8 Punkte gegeben, ein bisschen schlechter war es, somit gebe ich 6,5 Punkte für diese Ausgabe. Kann ich voll nachvollziehen, aber fangen wir vorne an. Die Story rund um Orton, Brian, ja, rund um Orton und Brian hat mir sehr gut gefallen. Auch der damit zusammenhängende Main Event war war super klasse. Dann hat man noch ein sehr, sehr gutes Match zwischen Del Rio und Jericho. Dann noch Darren Young gegen Punk hat mir gefallen. Die restlichen Matches waren nichts, denke ich. Mal abgesehen von Sheamus und Christian gegen das Team Road Scholars, das war immerhin noch durchschnittlich, aber der Rest war nichts. Wir hatten eine in Ordnung John Cena Promo. Wir hatten eine sensationelle Promo von Paul Heyman und CM Punk. Wir hatten, wie ich dann gerade noch erfahren habe, eine nette Promo von Mark Henry. Dazu interessante Backstage-Segmente, die Ankündigung der Money in the Bank Ladder Matches und. Aber dennoch fand ich es nicht so gut wie letzte Woche, ähnlich wie Kleisi. Ich habe letzte Woche 7 gegeben, also gebe ich heute nicht 6,5, sondern glatte 6 Punkte. Ja, das wär's dann auch. Kommen wir zu unseren Social Media Auftritten. Wir sind nämlich zum einen auf Facebook zu finden, einfach mal Wrestling Replay in die Suchleiste eingeben, dann sollte man das finden. Wir haben eine Homepage wrestling-replay.de.tl. Immer mit aktuellen Umfragen. Aktuell lautet die Umfrage noch: Wie findet ihr WWE Payback 2030? Da könnt ihr wählen zwischen sehr gut, durchschnittlich und schlecht. Lohnt sich da mal abzustimmen. Wir sind auf Twitter @groß-w-groß-r-i-play. Wir sind auf Soundcloud, aber ich glaube, der Rest ist relativ random. Von daher machen wir da einen Cut und geben nochmal zum Gleiche zum Auf Wiedersehen sagen. Ja, ich bedanke mich für diese sehr, sehr nette Ausgabe mal wieder zu Monday Night Raw. Freue mich auf unsere nächste Analyse, die wahrscheinlich dann von TNA Impact handeln wird. Und natürlich für euch auch noch das am Wochenende aufgenommene Interview von und mit Axel Dieter Junior. Mir hat sehr Spaß gemacht. Ich denke mal, nach seinem Facebook-Post zufolge dem Leon auch. Und ja, kann man auf jeden Fall reinhören. War ein sehr nettes Gespräch mit dem Axel. Und ja, ich verabschiede mich. Danke fürs Reinhören. Und nochmal auch großes Dankeschön an nunmehr 70 Follower auf Twitter. Und ich gebe zurück zum Schlusswort an den Leon. Danke, das war's von mir. Ciao. Ja, an der Stelle auch nochmal, ja, das Interview hat mir sehr viel Spaß bereitet, da lügt Facebook nicht, also lohnt sich echt da reinzuhören, ist sehr spaßig, aber auch informativ, das sollte man nicht vergessen und von daher rede ich gar nicht mehr lange drumherum. Wir hören uns dann am Wochenende, wenn es heißt TNA Impact Analyse mit Kleisi, mir und einem vielleicht Gast, man weiß ja nicht, was wir da so einladen oder nicht. In diesem Sinne sage ich: Halte die Ohren steif und natürlich auch den Penis. Und wenn das nicht geht, dann doch bitte die Vagina feucht halten. Ciao, ciao. Und wieder.